Markus Zempe, es ist der vielberühmte Agrargipfel vorbei. Was ist deine Bilanz? Also es war kein Agrargipfel, es ist nur über Mercosur geredet worden. Ich weiss jetzt, wie die zeitlichen Abläufe sind. Ich weiss nicht, wo die EU steht in den Verhandlungen, wo eben die sensiblen Punkte sind. Das war eine gute Information. Dann hat man von allen Branchen, von der ganzen Wirtschaft gehört, wo ihre Interessen sind. Und ich kann vor allem aus Sicht von der Fleisch können aufzeigen, wie sensibel der Bereich ist und der Bundesrat und die Verhandlungsdelegation auffordern, hier sehr hart zu verhandeln, möglichst wenig Konzessionen, weil das gibt eine Bahn, richtig, wir können nicht exportieren. Wir werden nicht exportieren. Ja. Heute steht im Tagesanzeiger 8000 Tonnen wären vertretbar als Konzession, als zollfreie Kontingent. Was sagst du zu dieser Zahl? Ich finde das völlig neben den Schuhen. In der jetzigen Phase von mir gehört man keine Zahl. Ja. Also das wäre ja verhandlich taktisch das Dümmste, nie schon bekannt geben, was machbar ist und was nicht. Ich habe null Verständnis für solche Sachen. Hast du heute die Punkte von der Fleischwirtschaft einbringen in diesem Gipfel? Genau. Ist das angelost worden oder hat da gar niemand interessiert? Ist sehr angelost worden, ich bin zum Teil auch zitiert worden, doch ich habe das Gefühl, man hat das verstanden. Also da ist durchaus so, dass man da aus Branche auch wahrgenommen wird von der übrigen Wirtschaft. Ja, das ist natürlich auch das Ziel ein bisschen. Und darum muss man in einfachen Worten schnell sagen, wo stehen wir, wo geht es, was sind Chancen und Risiken, oder? Und das habe ich versucht. Hat der Bauernverband gefällt, hat er mal Geld gebraucht? Er hat gefällt, es waren zwei Personen eingeladen, es wurde gesagt, dass sie nicht kommen. Das muss er wissen, wenn man dabei ist, kann man mitreden und sonst kann man nicht mitreden. Ich hoffe einfach irgendwann, dass sie sich wieder findet. Ist das ein Thema heute Morgen, dass der Bauernverband nicht da? Kein Kommentar, er ist einfach gesagt worden, dass er nicht teilnehmen will. Okay, danke dir vielmals.